Ich klage an gegen Islamisten im Iran, in Afghanistan, in Sudan, in Saudi-Arabien. Ich war mehrmals hier und ich habe mit allen Politikern gesprochen. Menschenrechtsausschuss, Außenministerium, das und jenes. Mit CDU, mit FDP, mit Liberalen, mit Grünen, mit Linkspartei. Aber ich habe satt auch von diesem Gebäude. Ich habe satt von diesen Politikern. Ich habe satt von den europäischen Regierungen. Ich war in Brüssel mehrmals, habe ich mit mehreren Leuten. Wir haben absichtlich diese Schritt gemacht, weil wir glauben, diese Welt ist nicht in Ordnung. We intentionally took this step because we think this world is not all right as it is. Ich denke, was wir machen, ist sehr, sehr wichtig. Ich denke, was wir machen auch ist sehr gefährlich. Ich denke, was wir machen, ist sehr notwendig. Oder Ausländerin. Aber wir sind Menschen. Ich bin absolut gegen diese Etikett Ausländer oder Muslim. Ich bin ein Mensch. Diskussionen über Islam, über Kopftuch, über Moscheebau, über islamische Organisationen. Wieso haben islamische Organisationen so viel Aufmerksamkeit gewonnen? Wieso deutsche Regierung sitzt mit diesen Organisationen und redet über Angelegenheit Millionen Menschen? Das bedeutet, meine Antwort ist, dass wir haben zu tun. اپوزیسیون به کار کرد و برای سرنگونی حکومت اسلامی به مردم ایران کمک کرد. این مضمون صحبت من بود و تعدادی زیادی از نمایندگان که در اونجا بودن سوال میکردن و نظر میدادن راجع به اینا. ما الان ساعت 1 بعد از اون هم کنفرانس مطبوعاتی داریم در محل مطبوعات پارلمان سوئیس. جمهوری اسلامی سر کار باقی بوده. حکومت اسلامی ساخته دست این هاست و الان ادامه حیات میده برای اینکه غرب و دولت های غربی هست. Is an illusion.
God you conquered in the name of your God. In the name of God you boast in the name of your God. In the name of God you hate in the name of your God. In the name of your God, why do you kill? Why do you hate? In the name of God, in the name of God.